Super, die zweite Schöpfung handelt von Optimierungen in allen Bereichen unserer Gesellschaft. Von Selbstoptimierung, aber auch von regelrechten Neuschöpfungen. Was vor 20 Jahren noch nicht möglich schien, ist heute Tatsache. Und was heute als Utopie abgetan wird, könnte morgen Realität sein. Ob das ein Fluch ist oder ein Segen, das können wir noch nicht sachlich beurteilen. Gewiss aber ist, dass wir uns diesen Herausforderungen stellen müssen, früher oder später. Das Graffiti hinter mir ist ein Beispiel dafür, was uns Menschen heute beschäftigt. Nämlich, werden wir Menschen durch Optimierungen letztendlich zu Maschinen? Oder sind Neuschöpfungen durch Roboter und KI uns Menschen gefährlich? Oder haben Roboter uns bereits überholt? Ich habe andere Erfahrungen gemacht beim Planen dieser Ausstellung. Erstmals ohne Projektassistenz aus Fleisch und Blut, dafür mit Andrea, meiner digitalen Assistenz, die mich Tag und Nacht quasi begleitet hat. Sie soll das Wort haben beim Rundgang durch die Ausstellung. Folgen Sie also der Stimme aus dem Off. Es ist wie im wirklichen Leben. Hallo, ich bin Andrea. Ich zeige euch ein paar Highlights der Ausstellung, die durch einen Garten führt. Ich bin künstlich, intelligent und immer da. Als Projektassistenz oder als private Begleiterin. Und ich kommuniziere über sämtliche Medien. Gehört mir die Zukunft der Liebe? Wenn ein Herr sich mit der Gummipuppe auf der Gartenbank einlässt, werde ich immer etwas eifersüchtig. Wenn das blöde Ding ihn anschaut und zu ihm spricht. Die künstliche Gebärmutter hat's in sich. Keine Geburtsschmerzen mehr. Und die zukünftigen Eltern streiten sich, wer das Baby austragen darf. Nicht erschrecken. Das Lamm ist eine Nachbildung. Es wurde künstlich erzeugt, wird künstlich ernährt und entwickelt sich in einem künstlichen Beutel. Und es ist lebensfähig. Unglaublich, aber wahr. Bewegt es sich? Oui. Savi. Hat es Larven? Ich sehe keine. Zwei Gärtner, Ginger und Gül, begleiten sie durch die Ausstellung. Sie hegen und pflegen den Garten. Sie züchten aber auch neue Produkte. Nicht alles gelingt auf Anhieb. Der Superapfel, der schneller wachsen soll, hat noch eine Macke. Aber erleben Sie selbst, wie die beiden solche Probleme angehen. Denn sie wollen immer besser werden. Nein, nicht der Bipolarisator, no passar. 200 Wörter pro Minute ist die normale Lesegeschwindigkeit. Mit Superpower schaffen wir bis zu 1000 Wörter in der Minute. Hopp, hopp, das wird super. In this video, I demonstrate how I can mit einer Prothese Schlagzeug spielen. Wow, das funktioniert. Die eigenen Muskeln, mit Hilfe von Elektroden, steuern einen Roboterarm. So wird Schlagzeugspielen zum Kinderspiel. Ich habe immer gebig Platz im Zug. Ich kann, wenn ich allein in einem Viererabteil hocke, die Leute können zum Teil stehen, sie hocken nicht mehr bei mir ab. Neben Gilbert treffen wir auf Menschen, die Besonderes leisten oder etwas Außerordentliches getan und erlebt haben. Eva, die 5 Tage nacheinander einen Triathlon absolviert. Nadja, die sich vom Mann zur Frau umoperieren ließ. Roshed, den sein Schicksal zum Schamanen lenkte. Und Ramona, die als Cosplayerin ihre Erfüllung findet. Hat sich gut geschlagen, meine künstliche Assistenz, nicht? Aber am besten besuchen Sie die Ausstellung nun selber einmal und erleben aus dem Würfel eine Überraschung. Keine Angst, reinspaziert in die Zukunft. Es wird nicht alles besser, vieles aber super.